Also im Wesentlichen geht es um die Frage, wem gehören unsere Gefühle? Klingt erstmal nach einer komischen Frage, weil man denkt, meine Gefühle gehören doch mir. Aber stimmt das tatsächlich? Wenn Sie zum Beispiel jemanden anlächeln, dann aktiviert das automatisch diesen Muskel, der den Mundwinkel nach oben zieht. Wenn Sie jemanden mürrisch anguckt, dann aktiviert das automatisch den sogenannten Stirnrunzler hier oben. Das heißt, wir werden durch die Emotionen der anderen gleichfalls getriggert und unsere Emotionen verändern sich dementsprechend. Wenn Sie in der Menge sind, wenn Sie im Kaufhaus sind oder in der Fußgängerzone, alle sind hektisch unruhig, werden Sie automatisch auch selbst unruhig. Wenn Sie im Fußballstadion sind und alle brüllen, dann fangen Sie automatisch an mitzubrüllen. Und wenn Sie in einem rührseligen Kinofilm sitzen und Ihnen kommen plötzlich die Tränen, sind das Ihre Tränen oder sind das die Tränen, die der Film erst in Ihnen erzeugt? Um diese Fragen geht es in dem Buch, also wie sehr unsere Emotionen von unserer Umgebung mit beeinflusst werden und wie sehr das uns verändert. Also in gewisser Weise sind Emotionen so Navigationsinstrumente, mit denen wir durch die Welt navigieren. Wir treffen jemanden, wir fühlen uns zu ihm hingezogen oder umgekehrt. Wir denken, oh nee, also ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Und dann fangen wir erst an, darüber nachzudenken, warum wir ein ungutes Gefühl haben. Aber die Emotionen sind immer das Erste. Also Gefühle spielen natürlich in allen Bereichen unseres Lebens eine wichtige Rolle, sowohl zum Beispiel in der Arbeitswelt. Also wir haben heutzutage das Gefühl, wir müssen uns in der Arbeit selbst verwirklichen. Das ist eine Vorstellung, die vor 100 Jahren völlig fremd war. Da hat sich sozusagen das emotionale Regime völlig verändert. Ähnliches gilt in der Liebe, über die ich in meinem Buch relativ ausführlich schreibe. Also heutzutage haben wir das Gefühl, in der Liebe müsse sozusagen alles gleichzeitig verwirklichbar sein. Wir wollen Selbstverwirklichung, wir wollen Gleichberechtigung, sie soll unsere Karriere fördern, Kindererziehung ermöglichen und all das und sexuelle Erfüllung sollen sie uns auch noch bieten und all das möglichst gleichzeitig und permanent und natürlich auf dem höchstmöglichen Level. Also das ist ein Beispiel, das auch in dem Buch einen breiten Raum nimmt, diese ganzen Vorstellungen von Liebe und Beziehung und Partnerschaft, weil daran so viele Menschen unendlich leiden heutzutage. Ja, wir versuchen alle wahnsinnig glücklich zu sein und es ist fürchterlich anstrengend. Und darum geht es mir eigentlich, dem Leser Möglichkeiten an die Hand zu geben, einen klugen Umgang mit seinen Gefühlen zu entwickeln. Denn unsere Stimmungen werden zwar von den äußeren Faktoren beeinflusst, aber sie hängen nie alleine an den äußeren Faktoren, sondern wir haben immer selbst noch eine Wahl. Wie wollen wir uns dazu stellen? Ja, werden wir wütend oder haben wir vielleicht Geduld oder haben wir Respekt oder Verständnis und so weiter? Also diese Wahlfreiheit zu eröffnen, das ist eigentlich das Ziel.